hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier auf der Fibersoft Cloud Developer Conference und bei mir ist der Herr Christian Mundwiller von der St. Galler Business School. Hallo Herr Mundwiller. Am besten Sie stellen sich und Ihr Unternehmen ein bisschen vor. Die St. Galler Business School ist Nummer 1 im deutschsprachigen Raum hinsichtlich der Weiterbildung für Führungskräfte. Wir bieten Management-Seminare an, wir bieten Management-Ausbildungen an, bis hin zu MBA-Studiengängen, alles berufsbegleitend für Führungskräfte, die mindestens 10 bis 15 Jahre Führungserfahrung mitbringen und das Ganze basieren auf dem St. Galler Management-Ansatz, das heißt auf den Werken von Professor Hans Ulrich und Professor Knut Bleicher, praxisnah das Wissen entsprechend aufbereitet und vermittelt. Ich selbst bin Dozent und Projektleiter der St. Galler Business School im Bereich der Seminare und der Managementberatung, Spezialist für strategisches Management, Marketing und Verkaufsthemen. Das als eine zentrale Funktion, nebenbei quasi auch verantwortlich für die Durchführung der Inhouse-Seminare und das ist ein Punkt, weshalb ich heute hier bin, zusätzlich eingebunden in unser digitales Marketing, okay. Heißt zentrale Entwicklungsbausteine, wie positionieren wir uns entsprechend im Web, um die Botschaft, die wir unseren Kunden vermitteln möchten, dann natürlich auch über Kundenportale entsprechend zu vermitteln. Sie sprachen schon an, die Art und Weise, wie Weiterbildung heute vermarktet wird, spielt sich auch größtenteils im Internet ab, Web 2.0, Social Media. Können Sie da noch mal ein bisschen eingehen, wie sich die Art und Weise, wie Weiterbildung vermarktet wird, geändert hat? Das hat sich massiv verändert. Wenn ich zurückdenke, 10, 15 Jahre vor der heutigen Zeit haben wir Broschüren verschickt, wir haben Briefe bekommen, Anmeldungen bekommen. Fax war damals schon Ultima Ratio, die technologisch höchstwertige Lösung. Später kam dann erste E-Mail-Anmeldung, das war schon eher exotisch. Mittlerweile ist es so, dass die Broschüren immer noch einen wichtigen Bestandteil abbilden. Natürlich unsere Marketingstrategie, da sind wir vor Ort, das ist etwas Greifbares, was man auch einfach weitergeben kann. Dieses Physische ist zentral, aber wir stellen auch fest, dass keine Anmeldungen per Brief mehr kommen. Die Leute melden sich heute über die Webseite an, informieren sich über die Webseite, bekommen eine Broschüre, bekommen eine Empfehlung von HR, von anderen Managern und schauen sich dann zuerst eigentlich unsere Visitenkarte im Sinne des Kundenportals im Web an. Das bedeutet, wir sind zunehmend gefordert, nicht nur Informationen, die wir aus der Broschüre haben, auf der Webseite zu positionieren, sondern natürlich auch mehr Hintergrundinformationen zu den St. Galler Ideen und Ansätzen zu vermitteln, aber eben auch einen einfachen Zugang für Feedback, für Fragen. Ist das das richtige Programm für mich? Passt das eigentlich? Muss ich? Soll ich? Darf ich diese Themen auch noch mitnehmen? Bedeutet, wir haben heute eine interaktive Kommunikationsweise, die eben über das Lesen einer Broschüre hinausgeht. Und deswegen sind wir da natürlich auch sehr interessiert daran, in diesem Sinne ein Kundenportal aufzubauen, das genau diese bilateralen Wege auch abdeckt. Sie sprachen es bereits an, das Kundenportal für Sie heute, wie Sie auch in Ihrem Vortrag ja erklären, das zentrale Kommunikationsmedium einfach. Können Sie noch mal ein bisschen was sagen zur Struktur dieses Kundenwebportals? Die Struktur des Kundenportals ist in dem Sinne auf der einen Seite eher technologisch in sogenannte 4 Sichten aufgebaut. Das bedeutet, wir haben die Basis im Sinne der Infrastruktur. Wir haben darauf basierend eine sogenannte Transaktionssicht, also die Fragen, welche Applikation brauchen wir eigentlich, welche Techniken in dem Sinne brauchen wir, um unseren Zweck zu erfüllen. Darauf kommt dann die sogenannte Implementierungssicht, also die Frage, wie verknüpfe ich diese einzelnen Applikationen rund. Welche Choreografie möchte ich auf dieser Webseite anbieten, auf diesem Kundenportal? Und der oberste Layer in dem Sinn ist die Frage der sogenannten Business- oder Community-Sicht, also Look and Feel, wie hole ich unsere Kunden ab, wie treffe ich die richtige Botschaft, wie kodiere ich das, was wir entsprechend weitervermitteln möchten. Das ist einmal der eher technische Aufbau und im Rahmen dieser 4 Ebenen gilt es natürlich, eigentlich 4 zentrale Punkte abzubilden, Kundenwünsche abzubilden, das ist einerseits der Wunsch nach Information oder die Handlung der Informationsgewinnung, das zweite ist das Thema Dialog, was wir vorher schon angesprochen haben, diese Interaktion, der fragt, wir antworten oder umgekehrt und drittens, wir wollen eine Aktion sehen, im Idealfall natürlich eine Seminaranmeldung, das ist klar und was neu ist und das ist ja auch das Thema Web 2.0 in dem Sinne, was gerade durch diese neuen Technologien vereinfacht wird, ist das Thema Teilen, Weiterempfehlen. Wie man früher eine Broschüre weitergereicht hat, ich überreiche Ihnen eine Broschüre, kann ich das heute relativ schnell über eben digitale Kanäle, über Social Media weiterempfehlen. Und das ist natürlich etwas, was wir auf diesem Kundenportal auch anbieten wollen. Nun arbeiten Sie in dem Bereich mit der Firma Fibersoft zusammen. Da spielt das Thema Cloud Computing eine große Rolle. Fibersoft bietet seine Lösungen
aus der Wolke an. Mhm. Das ist eben natürlich die Frage an den Anwender. Welche Rolle spielt Cloud Computing für Sie? Cloud Computing bietet uns die Möglichkeit in dem Sinne, dass wir uns nicht mit Dingen beschäftigen müssen, die wir nicht können. Okay. Wir sind ganz klar keine Informatikunternehmung. Okay. Unsere Kernkompetenz ist die Aufbereitung und die Vermittlung von Wissen. Da sind wir sehr gut. Okay. Aber wir sind natürlich nicht jene, die eben diese unteren Ebenen zur Verfügung stellen können. Das Thema Infrastruktur, das Thema der Transaktion bis hin auch zu gewissen Implementierungsansätzen bedeutet, hier sind wir darauf angewiesen, natürlich, aber erhoffen wir auf der anderen Seite auch von einem Partner, dass er uns hier unterstützt, so dass wir quasi als Nicht-Professionals möglichst schnell und einfach damit umgehen können. Und der Vorteil der Cloud bietet das natürlich, dieses Ubiquitäre, dieses Ortslose auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch dieses, wir müssen uns nicht um den Betrieb kümmern, also diese Sicherheit, die auch dahinter steckt. Das Verlagern in mehreren Rechenzentren, für uns ist es am Ende weniger relevant, wo liegen die Daten, sondern die müssen permanent da sein, einfach von uns verwaltet werden können, einfach von uns abgedatet werden können, damit wir sehr, sehr schnell Spezialanlässe bei unseren St. Gallen Management Kongress entsprechend positionieren können. Und hier unterstützt uns die Cloud sehr, weil es eben diese Möglichkeit gibt, quasi sorgenfrei ein Kundenportal aufzubauen. Ja, dann lassen wir uns abschließend vielleicht noch einen Blick in die Zukunft werfen. Das klingt alles schon sehr innovativ. Sie haben schon gesagt, da hat sich in den letzten Jahren einiges entwickelt. Wo, denken Sie, geht die Reise zum einen im Thema Cloud Computing, zum anderen natürlich auch in Ihrer Branche im Thema Weiterbildungsmarkt hin? Das ist natürlich immer das Risiko des Glaskugelmanagements, wenn man in die Zukunft blicken darf. Nun, grundsätzlich bei uns ist es sicherlich so, dass die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, also dieses Thema Face-to-Face, wie wir jetzt auch dieses Interview führen, das wird weiterhin etwas ganz Zentrales sein. Es gibt Studien, die explizit darauf hinweisen, dass Wissen besser bleibt, wenn es von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht erarbeitet und vermittelt wird, als zum Beispiel nur schon über ein Videoscreen. Da sieht man den anderen auch, aber da ist bereits entsprechend festgestellt worden, dass das Wissen nicht mehr so nachhaltig bleibt. Bedeutet, das Seminar als Kern, diese Diplom-Studiengänge als Kernelement werden sich in der Form in den nächsten Jahren nur bedingt ändern. Wir haben hier bereits Erfahrungen mit Blended Learning, mit E-Learning-Konzepten gemacht, sind aber eher unglücklich, weil eben dieses Persönliche, dieses sich gegenseitig auch in die Augen schauen können und wissen, der andere hat es verstanden oder nicht verstanden, das hat man da nicht. Und daher, an dem wird sich meines Erachtens die nächsten Jahre wenig ändern, weil das ist eine Form, die sich über quasi 10.000 Jahre bewiesen hat und so etwas ändert sich so schnell dann auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite, was sich natürlich ändert, ist, wie kommt der Kunde zu uns? Ja. Wie interessiert sich der Kunde für uns? Welche Informationen will er? Und da beginnen wir natürlich mit unserem neuen Kundenportal auch einen Lernprozess festzustellen, wo deckt sich das, was wir denken, was der Kunde denkt, mit dem, was der Kunde wirklich denkt. Bedeutet, wir werden die nächsten Monate nutzen, um zu lernen, um zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, um noch interaktiver mit Kunden zu kommunizieren, um noch mehr Wissen auch von den Kundenverhaltensweisen zu bekommen, wie jemand sich für ein Seminar entscheidet, um diese Technologie zu nutzen. Sie sehen, hinsichtlich einer technologischen Aussage, Web 4.0, 5.0, da bin ich eher zurückhaltend, das überlasse ich denen, die sich damit tiefer beschäftigen und die das Risiko eingehen, massiv falsch zu liegen. Ein paar Zahlen haben wir ja noch. Dann wünschen wir bei der Weiterentwicklung und beim Lernprozess viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Danke, Herr Grupp.